Okay, nochmal hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Two Point Campus. Ja, die Dame hat mir gerade dazwischen gelabert, das tut mir so ein bisschen leid. Wir sind hier jetzt immer noch beim dritten Stern. Das Personal ist immer noch unzufrieden. Weiß der Geier warum? Hier haben wir eine Frage von Kevin aus Fluttering. Hey Harrison, was war dein Lieblingsprojekt in der Schule? Das ist eine gute Frage. Und übrigens, Schule mag nichts als Schwindel sein, aber deswegen sind nicht alle Lehrer gleich böse Menschen. Doch. Also zur Frage. Ich habe immer gern diese kleinen Vulkane gebastelt. Wer hätte schon gedacht, dass Vulkane voller Essig sind? Einfach genial. Aber wie können wir das sicher abbauen? Das hätten sie uns mal beibringen sollen. Ich mache jetzt einfach, also die wollen weitergebildet werden, ja, denn Attacke. Es ist jetzt nicht so, dass ich das nicht hinkriege, ne? Hausmeister zum Einigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar! Wunderbar! Habe ich eigentlich noch irgendwas so, wo man sagt, hey, das ist voll cool? Es sind nur so Poster und sowas für die Wand, ne? Ich mag den ganz gerne. Und den. Den großen Heizkörper ist wichtig. Was macht denn der Spind? Spinde, da kommt keiner rein. Okay. Hab hier so einen dicken, fetten. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte gucken. Etwas, was an die Verwaltung voll wichtig ist. Macht nur Kudosch, ne? Jetzt kann es gern. Etwas, was mir denn halt auch was bringt. Poster finde ich jetzt nicht so wichtig. Was ist das? Das war jetzt wahrscheinlich für Liebesinterwesting. Jetzt geht das mit der Forschung so richtig ab. Mehr oder weniger. Vielleicht die riesen Miezekatze dahin. Ey! Ich mach doch mal keinen Shit hier. Immer das Gleiche. Ich war nie an der Uni. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Und es hat mir nicht geschadet. Schaltet morgen zur gleichen Zeit wieder ein, wenn die Tagesleuchte. Schon 10 Jahre sind wir dabei. Einer hat abgebrochen, aber 72 haben ihren Abschluss gemacht. Und der gruselige weiße Wasserball uns mit seinem schummrig-schaurigen Segen beglückt. Gute Nacht. Würden die Eindringlinge bitte das Eindringen unterlassen? Ja, ne? Das Studienjahr ist nun vorbei. Ach, Studiengänge verwalten, ja.
Studienanfänger sollten einen guten ersten Eindruck machen. Kein Druck. Kein Druck. Es ist... Ein neues Jahr beginnt. Das macht aber halt alles nur so... Und sage, hallo. Das ist halt alles nur so... Achso. Bitte keine unerlaubte Panik. Einzige, was ich machen kann, ist halt wirklich die Leute weiterbilden, ne? Aber, ja. Dazu müssten die denn auch mal die restlichen Bildungen gemacht haben. Mann, wieso kriegen die denn keinen unter A plus, Mensch? Das ist doch... Ich dachte, das ist so einfach. Was machen die so nebenbei? Ja, das habe ich ja schon. Das habe ich auch schon. Der ist ja auch schon drin. Also das Magie-Ding ist ja drin, so ist es nicht. Ich würde halt ganz gerne Wieso weigerst du dich? Du bist im zweiten Jahr, beweg dich, mach dich hin, mach dich hin. War ich hier nochmal ein eines Räumchen, mein 10.000 Räumchen? Ey, ich weiß gar nicht mehr, wo was ist. Das ist so krass, ey. Ja. Nee, das reicht doch. Hier ist ein bisschen kalt, ne? Wenn es nicht in eurem Lebenslauf steht, ist es auch nicht passiert, wenn ihr mich fragt. Machen wir mal Unterhaltung. Vielleicht brauchen wir mehr Leute mit Nachhilfe. Ne, ich habe keine Lust drauf. Wow! Meine Leute kommen hier gar nicht hinterher mit dem Hausmeister sein. Echt? Kann ich jetzt weiter forschen? Schöne Ecke. Ja, gut. Gib Geld. Ich weiß sonst nicht, was ich sonst machen soll. Hier im Dezember. Sind schon wieder alle so mega biestig. Ach komm denn her hier. Warte, ich weiß, könnt ihr auch Nachhilfe geben? Wir können doch jetzt alle Nachhilfe geben. Wir müssen ja nicht unbedingt dieses Nachhilfe-Dings haben. Und 50. Machen wir mal 40. Wir sind schon bei 57%. Das ist doch schon mal ganz gut. Aber die haben halt auch so überall also dieses Weiterbildungsding, aber gehen halt auch nie rein. Ne? Wo steigt jetzt die Party? Hier, glaube ich, ne?
Ja, da kommt sie. Gibt's nichts. Macht Party! Hey, steigt auch einer mal wieder drauf? Ganz romantisch, so ein Bank zu zweit. Glückwunsch! Ein Forschungsprojekt ist abgeschlossen. Ja, was schon voll gut ist. Die spielen die Melodie, ne? Von dem Two-Point Campus. Ja, komm, die freuen sich doch. Du darfst alles machen. Der mir unter die Fittiche kommt, der muss leider alles einmal durchmachen. Tja. Ja, es geht richtig ab hier. Hi, hallo. Ich bin Maggie Watmore und gebe hier mein Bestes. Wir haben heute eine Riesenshow für euch. Oh Mann, bloß nicht zu viel nachdenken. Nein, alles super, echt. Aber hören wir doch erstmal ein bisschen Musik, ja? Da ist sie so ein bisschen aufgeregt. Eindringlinge auf dem Campus. Ach, tut das denn not? Tut das denn not? Wollen wir noch einen Verein machen? Wir könnten den Gartenverein machen. Oder den Laufverein. Komm, du hast ein A. Komm schon, du schaffst das. Du kriegst das noch auf A plus hin. Ich bin mir da vollkommen sicher. Häufige Fragen. Dein Essen ist kalt, weil der Ofen nicht an war. Wenn ich wenigstens schon mal ein paar hätte, ne? Aber so ist das jetzt echt so eine Sisyphus-Arbeit, wo ich einfach nur warten kann. Da kann ich echt nichts machen. Ich meine, ich gebe denen doch alles, was sie wollen. So ist es nicht. Je mehr du lernst, desto länger hast du gelernt. Also mehr als die Sachen Leute verbessern, kann ich gerade auch nicht. Dann geh! Mach mal hier den Kram. So. Und jetzt kommen aber die Kudos rein, ne? Und irgendeinem Beitrag über einen Schlauch.
Ja, das stimmt. Die plötzlich gestiegenen Milchshake-Preise haben an der Uni zu Protesten geführt. Alles verlief sehr friedlich, bis jemand völlig unerwartet von einem Wasserball am Arm getroffen wurde. Danach ging alles ein wenig drunter und drüber und ein Student wurde sogar mit einem Gartenschlauch besprüht. Er sagte, er sei wohl auf, nur ein bisschen nass. Ich beobachte die Lage weiter vor Ort. Fürs Erste zurück ins Studio. Das ist ein A-Plus gewesen, habt ihr das gesehen? Aufräumarbeiten benötigt. Da war ein A-Plus bei. Aber die Personalzufriedenheit will aber auch nicht so richtig, ne? Aber habt ihr das gesehen? Warte mal, ich bin immer noch im positiven Bereich, ne? Habt ihr das mal gesehen? Ey, alle Hausmeister kriegen insgesamt 700.000. Ey, die kriegen mehr als die Dozenten zusammen. Aber ich glaube, ich habe mehr Hausmeister. Das ist voll krass einfach. Bildung ist nicht erstattungsfähig. Also, das ist schon nicht schlecht, Herr Specht. Aber okay. Da sind sie auch schon wieder zugefüllt. Na komm, wir setzen hier hinten. Was war das jetzt? So einer. Ich brauche noch den hier. Wir können zusammen. Studiengebühren werden womöglich zum Finanzieren von Personalboni genutzt. Ja, dann sind sie auf jeden Fall. Da mal ein bisschen hinterher. Personalzufriedenheit steigt, aber langsam, aber steigt. Hat Wanda ein Update über die neuesten Campus-Modetrends für uns. Jeder, der was auf sich hält, läuft mit offenen Schnürsenkeln herum. Das ist der Trend der Stunde. Och, ich finde es mega schön, wie all die Schnürsenkel im Wind tanzen. Klar hat sich die Zahl der Stürze seither drastisch erhöht, aber ich falle gern auf die Nase, wenn ich dafür im Trend liege. Büffeln gehen hat nichts mit Tierquälerei zu tun. Komm, ich will das Jahr mit euch noch zu Ende machen. Muss ich eigentlich denn nächstes Jahr oder war es das denn? Ich glaube, das war's denn. Ich glaube, Stufe 5 reicht erstmal. Weil jetzt liegt es ja nicht mehr daran, dass jetzt irgendwas gemacht werden muss, sondern es geht ja darum, dass sie hier mal aus der Pette kommt. Wann soll denn das Event bitte stattfinden? Stufe 29. Krass. Würden die Eindringlinge bitte das Eindringen unterlassen? Und aufhören, meine Sachen kaputt zu machen.
bin so gespannt. Das Studienjahr ist vorbei. Alle Studierenden müssen den Campus räumen. Auszeichnung ansehen. Nur einer hat abgebrochen. Oh, 101 haben ihren Abschluss gemacht. Waren welche dabei? Waren welche dabei, die wenigstens einen A-Plus gekriegt haben? Das Studienjahr beginnt bald. War da nicht was, das wir mal machen wollten? Die Jahresendwertung steht fest. Sieh mal eine an. Studienanfänger sollten einen guten ersten Eindruck machen. Kein Druck. Ein neues Jahr beginnt. Ich bin euer Moderator und sage Hallo. Hi. B plus ey, im dritten Jahr. Das ist so, das dauert jetzt schon wieder so gefühlt ewig, wo ich denke so, Schwierig. Wie soll es weitergehen? Ich habe auch keine Gewinne gerade. Studentensortiment. Fisch im Karton. Gerade mal 4 besiegte. Wir bei Crumley servieren dann halt immer mehr. Schon seit über 10 Jahren Fisch. Eine wahrlich stolze Tradition. Und nun haben wir diese Tradition in Karton verpackt. Leicht zu kochen. Passabel im Geschmack. Du weißt nicht, was drin ist, aber es ist definitiv im Karton. Genau wie bei Muttern. Gerade irgendwie auch nicht so viele, ne? Vorlesung ist, willst du denn überhaupt hin? Viele wollen in den Buchclub, das ist sehr schön. B plus. Der muss mal aufs Klo. Na gut. Was sagt denn hier meine Links? 25 Fragen auf Weiterbildung. Ja, das ist jetzt aber nicht so das Problem. Ich meine, die müssen das auch erstmal alles abarbeiten. Was, ne? Das ärgert mich so. Erinnerung an alle Studierenden. Nach dem Studium geht es nur bergab. So, ich lasse die jetzt erstmal machen und warte, bis das. Ja. Was möchte die denn? Dachte nicht. Ich möchte einen Film sehen, ja. Dann frag mal an.
Also wir kommen ja nicht. Zum Ende der heutigen Show. Wow, wie die Zeit vergeht. Ich habe das jetzt nicht getimed, aber wenn ich es hätte, dann wüsste ich, dass ich 35 Sekunden zu früh fertig bin. Ich bin Maggie Watmore und ihr hört mich morgen wieder. Tschüss für heute. Dies ist eine Testdurchsage. Wiederhole eine Testdurchsage. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ich sehe dann immer so, dass einer wie der hier so A plus hat und dann A hat und dann kommt er aber auch nicht auf das A plus und dann ist es ja gefühlt schon wieder fast vorbei und dann wir haben alle immer nur so A. Ist auch ein A. Einer von den Dudes hat ein A. Fähigkeiten sind nicht übertragbar. Naja. 59, soweit waren wir noch nie. Okay, bis jetzt hat keiner eine Gehaltsvorstellung. Kann halt nur die Leute jetzt halt verbessern, ne? So hier die Leute machen. Schaffst du schon. Neues Projekt. Gibt es nicht. Komm schon. Ich frag mich aber, wann im Prinzip die Lehrer da mal zu Potte kommen. Ach du nervst, komm schon. Lass es doch gut sein. Wir sind doch schon im dritten Jahr. Für 3 Sterne kurz davor. Magst du nicht irgendwie ein bisschen entspannter? Kann halt nicht verbessern, ne? Aber. Richtig gut auch schon gesagt. Hauptsache Forschung, Hauptsache die sind auch was am Machen. Dieses. Wir haben das, ne? Das fehlt noch. Dann haben sie ja für draußen halt hier so einen Rennstall, aber. Draußen schneit es, das ist halt so. Was macht denn ein Onkel Doktor bei uns? Hm? Was macht denn der Onkel Doktor bei uns? Kann ich den da so hin? Oh. Ja, kann er sagen, dass wir hier nicht Dings, ne? Studiengebühren sind teuer. Bildung ist unbezahlbar. Plus.
das ärgert mich hier. Geführt haben auch immer die Falschen, die, die Weiterbildung abgeschlossen. Es sollen auch mal ein paar Lehrer mal eine Weiterbildung abschließen. In der Hoffnung, dass dann im Prinzip die besser werden. Ne, der hat halt nur ein A, aber mehr weiter geht's irgendwie nicht. Hm. Abgelenkte Studierende sollten zumindest so tun, als würden sie zu. C plus. B plus. Ja, jetzt sind wir schon bei B plus im Durchschnitt. Ja, zum leitenden Dozent befördert immerhin. Aber jetzt haben auch schon wieder hier die Leute einfach keine so richtig krassen Lust, ne? Also nach der Weiterbildung geht das anscheinend. Komm, wir machen das Jahr noch zusammen zu Ende. Nigel Bigglesworth, die Stimme aus Ihrem Radio, hier auf Radio 2 Points. Du bist ein Ahne. Nicht ein wunderschöner Tag in unserem kleinen County? Tja, was weiß ich. Schließlich hat meine Aufnahme... Geh noch mal dahin und dann... Keine Fenster. Obwohl ich deswegen schon mehrmals ans Management geschrieben habe, muss ich doch zugeben, dass es mich nicht im geringsten stört. Mich aber. Pflegehinweis. Pflanzen brauchen Wasser. Schon vergessen? Ich überlege gerade, brauchst du denn nächstes Jahr irgendwas mehr? Alles Einser, das will ich nicht. Auch alles Einser. Drei wäre eigentlich ganz gut. Vier ist noch besser. Ja, ich weiß, ich habe schon wieder viel zu viel von denen. Ein Fünfer. Die haben doch hier alles zu trinken. Knabberlustig. Gelangweilt. Ey, wenn ich das schon mal so lese, sie sind gelangweilt. Ich auch. Mach hinne. Ah, komm schon, bist schon arm, Mann. Geh nochmal zur Dings dann. Ich will kein Dings, ich will A+. Ja, ist gut. Ein Dreier ist auf jeden Fall besser als gar keiner. Ja, nee. Klar. Party, Party, Party. Wir werden zwar nicht so viel hingehen, aber ist egal. Und noch keine Mistings. Der hat doch schon alles. Der soll doch einfach mal das machen, was ich dem auftrage. Wenn ich sage, komm, geh. Dann Attacke. Im ersten, ja, hat aber schon B+.
könnte auf jeden Fall gut werden, wenn er sich jetzt noch ein bisschen anstrengt. Was sagen denn jetzt hier eigentlich die Weiterbildungen? Ja, manche haben doch schon. Sehr gut. Wenn Sie damit einverstanden sind, möchte ich heute über Geschirr reden. Keine Einwände? Wunderbar. Ich denke, dieses Thema geht die meisten von Ihnen etwas an, denn Geschirr ist entgegen anderer Meinungen wichtig. Wenn Sie Ihr Essen auf ein Tablett klatschen, wird es zu Schlabber. Nicht vergessen, das Auge isst mit. Verstehen Sie das jetzt aber bloß nicht als Aufforderung, sich wie die wilden Fischsuppe in die Augen zu schaufeln? Hört schon. Geht das nicht weiter? Ich hab da alle Anforderungen. Ach, weil der gerade dabei ist. Ja, okay. Lassen wir mal machen. Lassen wir mal machen. Komm schon. Hier ist ein A. Oh, du bist sogar im ersten Jahr. Ich liebe dich. Schau dir das an. Der ist Zauberei. Erstes Jahr. Hat schon ein A. Sehr geil. Meint er, wir kriegen vielleicht jetzt endlich mal... Nee, du wirst kein A+. Zwei haben abgebrochen. Ja, aber egal. Wow, wir kriegen richtig viele Auszeichnungen diesmal. Schaut euch das an. Und keiner mit A. Das kann doch keiner mit A+. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, das ist doch zum Mäusemelken. Ja, verzieht euch alle. Achtung, erst einschreiben, dann studieren. Der ist im zweiten Jahr. Mal links machen. Gibt es jetzt. Ja, es ist doch. Nee, so wird das nichts. Das ist ja Effi-Kick hier. Wir werden das folgendes machen. Ich werde jetzt hier den Part beenden. Wir sind ja eh schon so weit, ne? Ich werde jetzt hier einfach wieder, wie ich das beim letzten Mal gemacht habe, wir springen einfach jetzt auf die nächste Schule. Und ich werde das offscreen nachholen, weil... Was anderes werde ich gerade nicht machen. Es wird einfach die ganze Zeit laufen. Ich werde die alle zur Nachhilfe schicken, wenn ich einen sehe oder mir angezeigt wird. Weitere Ausgabe von Nigels Kummerkasten. Sie schildern mir ihre unbedeutenden Probleme. Ich löse sie mit minimalem Aufwand. Verlorenen Freshly schreibt: Nigel, ich habe neulich meine Dissertation im Bus vergessen. Könnten Sie bitte eine Durchsage machen, damit ich sie wiederbekomme? Danke. So, wir machen schnell speichern. Gehen mal zur Karte. Und dann schauen wir mal, was das nächste Krankenhaus ist. Das werde ich dann offscreen machen müssen, weil das bringt einfach nichts, wenn ich die ganze Zeit darauf warte, bis endlich mal die Durchschnittsnote auf A+ geht. Trainiere das beste Schießball-Team in County und gewinne den Käsekelch. Okay. Warte mal, das sind 3, 6, 8. Okay. Okay, okay. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part bei Fluffbruch. Buch? Ne, ich sag Fluffbruch. Weiter.
Und hier ist auch noch ein Kran. Hier ist auch noch einer. Siehst du? Lol. Hier scheint ja auch noch einer zu sein. Upa Etching. Okay. Wie gesagt, auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und bye bye.